So Leute, willkommen zurück bei Five Nights at Freddy's. Ja, falls ihr euch fragt, heute ist ein neuer Tag für mich. Einziges Problem ist es hell. Warum ist es hell? Warum spiele ich das im hellen? Wolf, du wolltest nicht im hellen spielen. Ja, da muss ich mich kurz mal ein bisschen beschweren. Nämlich mein Sponsor, der liebe Pasch, oder nicht ganz so liebe Pasch, hat es gestern nicht geschafft, innerhalb von 3 Stunden Payday 2 einmal wegzulegen, damit ich mal eine halbe Stunde hier aufnehmen kann. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich war gestern von 6 Uhr bis 22 Uhr durchgehend am Machen mit Uni aufnehmen, einkaufen und Uni Hausaufgaben und rendern. Das bedeutet, ich war hundemüde. Ja, 6 Uhr morgens aufgestanden, da war ich, das ist eh schon schlecht. Und dann habe ich gedacht, komm, zwingst dich jetzt dazu, machst Five Nights at Freddy's, bist müde, at Freddy's, ja nicht off, und ist ja ideal, dann erschreckst dich besser. So. Pasch war gerade am Payday 2 zocken, habe ich gedacht, komm, wartest du noch ein bisschen. An einer Weile schreibe ich ihn mal an, sag mal, wie lange spielst du noch? Ich müsste langsam mal Five Nights at Freddy's beenden. Ja, dauert noch einen Moment. Bin gerade in dem Game. Okay. Gewartet und gesagt, ja, wie lange dauert das denn noch? Ja, noch so 15 Minuten. Ja gut, 15 Minuten. Ich habe zwar schon jetzt über 2 Stunden gewartet, aber... Gut, nach einer weiteren Dreiviertelstunde sagt er mir, nö, wird heute nichts mehr. Und da könnt ihr euch denken, war ich richtig, richtig angepisst. Weil, mal ganz im Ernst, sowas gehört sich nicht. Wenn man weiß, jemand wartet und der hat einen Zeitplan einzuhalten, dann sollte man da schon irgendwie Rücksicht drauf nehmen. Und nicht hier irgendwie dann einen 3 Stunden lang warten lassen, nur um am Ende zu sagen, nö. Nope, nope, so much nope. Das muss ich aber gerade mal in die Aufnahmen. Ach, egal. Telefon klingelt, aber der Telefontyp ist doch tot. Na, geh ran. Klingt gut. Ich glaube, den haben sie erwischt. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal weggucken. Einen kleinen Moment. Ja, ich hoffe jetzt ist es nicht arg unsynchron. Ja, ich musste kurz mal nachgucken, wie das bei mir in der Aufnahme aussieht, ob ich Ton wirklich aufnehme. Nehme ich. Och Gott, Chica ist... Das war knapp. Ja, und du stehst natürlich schon wieder bereit. Ja, und da stand eben Chica schon. Gut, es ist Nacht 5, Leute. Und ich habe jetzt schon eine Menge Strom verballert. Oh Gott. Also, Leute, auch wenn es nicht gerade dunkel bei mir ist, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Leute, ich habe mich auch entschieden, ich mache heute vermutlich nur bis 18 Uhr. Bis 20 mache ich heute nicht. Sag nicht, Freddy ist weg. Nicht Freddy. Ah. Okay. Ich habe mich erschreckt. Dieser Kackvogel. Friss nicht meinen Strom. Leute, das geht doch nicht. Und Freddy ist weg. Gut. Chica ist schon mal aus dem Weg. Ich sag's euch, dadurch, dass ich nicht auf Freddy geguckt habe, der kommt gleich und frisst mich. Ich muss halt auch immer mal einen Moment
nichts machen, damit mein Strom nicht so sehr hier belastet wird. Immer wenn ich diese Schritte höre, ne? Ich weiß genau, gleich stehen sie hier. Ja, und Foxy ist schon bereit loszurennen. Foxy ist weg. Nix da, Foxy. Mein kleiner lieber Freund. Ja, und du wartest schon wieder gleich darauf, mich wieder zu erschrecken. Mann, ey, diese ganzen Geräusche hier und alles. Nee. Warum spiele ich sowas überhaupt? Ja, weil Halloween ist, ich weiß. Ich mag auch Halloween. Ich bin auch ein riesengroßer Fan von Horror. Das habe ich ja schon öfter erwähnt. Horror ist eigentlich das. Das war ein sehr männlicher Schrei von mir. Ja, gebe ich zu. Oh, Scheiße. Ja, und jetzt bin ich auch noch auf meine Fernbedienung gekommen und habe meinen Fernseher angemacht. Doch, Mann, ey. Nee, ich will nicht mehr. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ich habe keinen Timer mitlaufen. Oh, garantiert schon so 8 Minuten. Ich mache nochmal. Nee, es dürften eigentlich keine 8 Minuten sein. Oh, machen wir nochmal. Komm. Puh, sei ein Mann. Freddy ist so ein mieser Hund. Wisst ihr das? Ich hasse Freddy. Danke, macht meine Kamera wieder defekt. Okay, Pirate Cove ist okay. Freddy ist auch noch da. Alles gut. Ich darf Freddy nicht aus den Augen lassen. Er ist schon wieder so... nee... Ich weiß nicht, Bonnie heißt übrigens der Hase. Da hat mich meine beste Freundin Misu darauf aufmerksam gemacht. Danke dir an dieser Stelle. Ja, dumm. Du kannst mich mal. Ja, auf jeden Fall Bonnie. Bei Bonnie sitzt der Schreck nicht so tief wie bei Chica und vor allen Dingen nicht bei Freddy. Oh, Freddy. Freddy ist mies. Freddy ist richtig mies, wenn der einen erwischt. Ja, und ich weiß, dass der Kerl mich angeguckt hat, aber ich achte da gar nicht drauf, ne? Will ich nicht. Ja, bleib bloß, wo du bist. Solange man den immer beobachtet, dann kommt der nicht. Und Leute, 20% Strom ist gleich weg. Sobald das weg ist, muss es schon 1 Uhr morgens sein. Ja, und ich habe einen Moment zu lange nicht hingeguckt. Jetzt ist Foxy da. Okay. Vom Strom her bisher passt es, aber bisher hatte ich auch die Tür nur ganz kurz zu. Sobald ich die Tür über längere Zeit zulassen muss, ist richtig mies. Ja, ich weiß, der guckt mich immer mal an, der liebe Freddy. Guck mal, ob ich noch da bin. Ja, ich mach das wie beim über die Straße gehen. Links, rechts, links. Weil das Problem ist, Bonnie ist so Marke Houdini-Hase. Das bedeutet, sie läuft nicht wirklich, sie teleportiert mehr. Oder sie, ich glaube, Bonnie ist sogar ein Eier. Weil ich meine gelesen zu haben, dass Chica der einzige weibliche Charakter hier drin ist. Oh, scheiße. Ja, deswegen gucke ich immer links. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt hier Freddy und Dings deswegen aus den Augen lasse, dann ist doof.
weil die sind deutlich schlimmer als alles, was mir Chica und Bonnie antun können. Gruß an dieser Stelle auch an die echte Bonnie. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid, und Freddy guckt mich nicht an. Ich mag das nicht, ich werde paranoid. Aber vom Strom her passt derzeit, muss ich sagen. Ich dachte ehrlich, ich hätte einen höheren Stromverbrauch, also ich... Oh, was? Ja, man darf... ungefähr... Oh, scheiße, okay, so viel dazu. So. Gut. Das hätten wir geschafft. Du bist immer noch da, das ist schlecht. Man darf ungefähr pro Stunde 20% verbrauchen. Dann geht es gerade so auf. Mann, wenn der nicht weggeht. Da, endlich weg. Ja, das ist das Problem, weil wenn die beide Türen blockieren, dann habe ich einen zu hohen Stromverbrauch. Guck mal, es ist gerade erst jetzt 2 Uhr geworden und ich habe schon 10% meines Stroms verbraten. Und einfach hier so stehen und tot spielen mal für ein paar Sekunden. Nee, da habe ich Angst. Gerade weil Freddy und Co. hier rumlatschen. Ich kann es immer mal probieren, so für 1% mal stehen bleiben. Und nichts machen. Aber ich glaube, diesmal komme ich über die 20% drüber und das... Okay, ich höre Schritte. Das ist richtig problematisch, wenn ich über die 20% komme. Okay, nee, wir haben schon 3. Habe ich... Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verrechnet mit den 20%. Und Freddy ist weg. Du bist noch da, das ist gut. Ey Leute, das wird wieder ein männlicher Schrei. Ich sag's euch, das wird ein männlicher Schrei. Ich weiß auch noch nicht, ob ich Nacht 5 schaffe. Ich wollte ja eigentlich nur bis 18 Uhr machen. Das heißt, jetzt noch ein Part im Anschluss. Oh, scheiße. Vorteil ist, jetzt muss ich nicht auf die Kamera gucken. Okay, hier ist wieder frei. Mann, ich sag's euch, gleich kommt wieder Freddy. Er schreckt mich und ich schreie wieder wie ein kleines Mädchen. Dass das passieren wird, ist unausweichlich. Weil ich schreie da immer wie ein kleines Mädchen. Das liegt in meiner Natur. Ich habe doch Geräusche gehört. Ich wette, Freddy ist jetzt schon wieder hinter mir. Gleich kommt er und frisst mich. Oh nee. Scheiß Scarejump. Leute, ich mache hier einen Cut. Lasst mir doch jetzt Kommentar da. Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Five Nights at Freddy's.